Hallo liebe Freunde des gepflegten Kurzpassspiels. Heute gibt es von mir mal ein etwas anderes Video. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und bei allen Mannschaften richtet sich der Blick auf die Tabelle. Wo steht man? Was ist noch möglich? Ich möchte daher heute das Restprogramm der Teams genau unter die Lupe nehmen und eine Prognose wagen, was für wen noch möglich ist und wie die Tabelle am Ende aussehen könnte und vielleicht sogar wird. Dafür habe ich den Tabellenrechner auf bundesliga.de genutzt. Den Link schreibe ich euch in die Infobox, dann könnt ihr selbst einmal die letzten Spieltage tippen. Ich habe mich dabei nur darauf beschränkt, Sieg, Unentschieden und Niederlage zu tippen und habe daher jeden Sieg mit 1:0 gewertet und jedes Unentschieden mit 0:0, sodass sich die aktuellen Tordifferenzen der Mannschaften kaum ändern. Die Tordifferenz ist nur sehr schwer richtig zu tippen und ist daher nicht repräsentativ. Deshalb beschränke ich mich in meiner Prognose auch nur auf die Punktzahlen. Los geht's! Die Meisterschaft ist so gut wie entschieden. Der FC Bayern benötigt noch einen Sieg aus den verbleibenden 3 Partien und der wird dem Rekordmeister auch gelingen. Fraglich ist daher nur, wie die Bayern und auch der BVB im Hinblick auf das Champions League Halbfinale und das Pokalfinale in der Bundesliga durchrotieren und somit eventuell entscheidend in den Kampf um die Plätze dahinter eingreifen. Die Ausgangssituation sieht wie folgt aus. Bayer Leverkusen ist momentan heißester Anwärter auf den direkten Champions League Platz. Dahinter streiten sich Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach um den Qualifikationsrang zur Königsklasse. Und für Schalke und Mainz geht es in den letzten Spielen darum, den schon sicher geglaubten Europapokal-Startplatz nicht noch an die Konkurrenz zu verlieren, die sich momentan aus den Abstiegsregionen in die obere Tabellenhälfte schiebt. Denn neben den Wolfsburgern haben inzwischen auch der 1. FC Köln und der FC Ingolstadt noch theoretische Chancen auf die Europa League. Bayer Leverkusen hat sich in den letzten Wochen zum Champions League-Anwärter Nummer 1 entwickelt. Mit 54 Punkten hat Bayer inzwischen 5 Punkte Vorsprung auf die Hertha und 6 auf Borussia Mönchengladbach. Auf beide trifft Bayer in den kommenden beiden Wochen. Und nach zuletzt 6 Siegen in Folge sollte es der Werkself doch möglich sein, den Vorsprung auf Tabellenplatz 4 nicht mehr zu verspielen. Vor allem im Heimspiel gegen die Hertha ist angesichts der Formschwäche der Berliner in den vergangenen Wochen auf jeden Fall ein Sieg drin. Bei Borussia Mönchengladbach, das zu Hause eine wahre Macht ist und zuletzt auch die so formstarken Hoffenheimer eindrucksvoll in die Schranken wies, dürfte dagegen die erste Niederlage seit langer Zeit warten. Im letzten Heimspiel der Saison wird die Elf von Roger Schmidt dagegen gegen den FC Ingolstadt, für den es wahrscheinlich dann nicht mehr um allzu viel geht, den Champions-League-Start 2016-2017 klar machen. Für die Hertha, die lange Zeit nach dem unanfechtbaren Dritten aussah, geht es nach zuletzt schwachen Wochen darum, die Qualifikation zur Champions League nicht auch noch zu verspielen. Doch bei den formstarken Leverkusenern wird für die Hauptstädter am kommenden Wochenende nicht viel zu holen sein. Gegen den SV Darmstadt hingegen sollte für die Hertha im letzten Heimspiel der Saison ein Sieg her, um sich von den Fans für diese überragende Saison des BSC gebührend zu verabschieden. Im letzten Saisonspiel beim heimstarken FSV in Mainz kommt die Hertha dagegen nicht über ein Unentschieden hinaus. Borussia Mönchengladbach versucht ebenfalls den 4. Rang noch zu erobern und die Mannschaft von André Schubert hat mit dem FC Bayern im ersten Spiel gleich einen richtigen Brocken vor der Brust. Trotz der Auswärtsschwäche der Borussia gelingt es den Fohlen aber, beim Rekordmeister ein Unentschieden mitzunehmen. Schon im Hinspiel zeigte man, dass man gegen die Bayern bestehen kann und zwischen den Champions League Halbfinals werden die Bayern sicherlich einigen Stammkräften eine Pause gönnen, sodass Gladbach die Entscheidung im Meisterschaftskampf noch um eine Woche herauszögern kann. Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen folgt dann wie bereits erwähnt ein Heimsieg. Im letzten Saisonspiel im Borussia-Park, während man bei den Lilien des SV Darmstadt aufgrund der Auswärtsschwäche nicht über ein Unentschieden hinauskommt. Der FSV Mainz verspielte nach starkem Rückrundenauftakt zuletzt ein wenig sein Punktepolster, profitierte aber trotz nur eines Sieges aus den vergangenen 7 Spielen davon, dass es der Konkurrenz ähnlicher ging. Im Heimspiel gegen den HSV muss die Mannschaft die Niederlagen im letzten Heimspiel gegen den 1. FC Köln und im Derby bei Eintracht Frankfurt wiedergutmachen und wird dies auch mit einem Heimsieg tun. In den beiden darauffolgenden Spielen reicht es beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart und gegen die Hertha nur zu jeweils einem Unentschieden, womit man die Saison immerhin mit 3 ungeschlagenen Spielen ausklingen lassen kann. Der FC Schalke steht vor der gleichen Ausgangssituation wie der FSV Mainz. Und nach zuletzt 3 Niederlagen aus 4 Spielen ist die Hoffnung, dass Königsblau die 4 Punkte auf die Hertha noch aufholt, um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden und in der nächsten Saison in der Champions League seine Zelte aufschlägt, so gut wie erloschen.
Mit einem Auswärtssieg bei den schon sicher abgestiegenen Hannoveranern wird in Gelsenkirchen zwar noch einmal Mut aufkommen, doch gegen den akut abstiegsgefährdeten FC Augsburg, der nach 3 Siegen in Folge wirklich gut drauf ist, kommt Schalke nicht über ein Unentschieden im letzten Heimspiel der Saison hinaus und enttäuscht die Fans auch im letzten Spiel, in dem es für die TSG aus Hoffenheim um die Bundesliga-Existenz geht, sodass man mit einer Niederlage die Saison beendet. Der erste FC Köln hat seit dem letzten Spieltag den Klassenerhalt sicher und dementsprechend ist bei den Geißböcken die Spannung weg. Für den ersten Gegner, den FC Augsburg, geht es aber noch um die letzten Punkte gegen den Abstieg, sodass dort eine Niederlage auf den FC wartet. Im letzten Heimspiel der Saison verabschiedet man sich nur mit einem Unentschieden gegen eine Bremer Mannschaft, die mit vollem Einsatz in der Domstadt anreist. Bei Borussia Dortmund ist man dann nur geduldeter Partygast auf der Saisonabschlussfeier im Signal Iduna Park und beendet die Saison zwar mit einer herben Niederlage, aber auch als Nichtabsteiger. Der FC Ingolstadt hat nach dem sicheren Klassenerhalt am Wochenende gegen Hannover die Chance verspielt, noch einmal ernsthaft in den Kampf um die Europa League einzugreifen. Denn beim Restprogramm der Schanzer ist es nahezu unmöglich, den 5-Punkte-Rückstand auf Schalke und Mainz noch aufzuholen. Bei heimstarken Hoffenheimern, die noch gegen den Abstieg kämpfen, setzt es daher ebenso eine Niederlage wie im Heimspiel gegen den FC Bayern München, der mit der Euphorie des Champions-League-Finaleinzugs zum Bayern-Derby anreist, und bei Bayer Leverkusen, das gegen die Schanzer den 3. Platz festlegt. Der VfL Wolfsburg hat ohnehin nur noch theoretische Außenseiterchancen und die blutleeren Auftritte der Wölfe machen nicht wirklich Mut, dass man in der Autostadt noch den FC Schalke oder den FSV Mainz einholt. Zudem stehen in den nächsten beiden Partien jeweils Auswärtsspiele an, bei denen der VfL sowieso nicht sehr gut aussieht. In Dortmund verpasst man es daher, den Meisterschaftskampf zu beenden und fährt mit einer Niederlage im Gepäck nach Hamburg, wo man immerhin zu einem Unentschieden kommt. Im letzten Saisonspiel kann man den Fans in der heimischen Volkswagen Arena dann auch keinen Sieg schenken und verabschiedet sich mit einem Unentschieden gegen den VfB Stuttgart frustriert in die Sommerpause. Leverkusen bucht souverän die Champions League und umgeht nach zuletzt 2 Jahren die Qualifikation. In dieser tritt im kommenden Jahr aufgrund des besseren Torverhältnisses Borussia Mönchengladbach an. Die Hertha verspielt noch die Königsklasse, darf sich nach einer herausragenden Saison als Überraschungsmannschaft ebenso wie Mainz 05 über die Europa League freuen. Der FC Schalke hinkt ein weiteres Jahr seinen hohen Ansprüchen hinterher und schafft nur wegen des Pokalsieges der Bayern oder Borussia Dortmunds den Sprung in die Europa League. Die Verfolger Köln und Ingolstadt brechen noch ein und auch der ambitionierte VfL Wolfsburg schließt eine enttäuschende Saison auf enttäuschende Weise ab. Die Ausgangssituation im Abstiegskampf war bis zum letzten Spieltag noch sehr eng. Durch den Hamburger Sieg im Nordderby am Freitag hatte sich die Situation ein wenig verändert, aber vor allem der Sieg Eintracht Frankfurts am Sonntag macht den Abstiegskampf noch einmal so richtig spannend, da auch der direkte Abstiegsplatz noch einmal um 3 Zähler näher gekommen ist. Zwischen dem 11. und dem 17. Platz ist daher noch fast alles möglich und der Abstiegskampf droht so spannend zu werden wie seit langem nicht. Der HSV hat mit 6 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz die besten Karten von den Teams, die noch absteigen können. Direkt können die Hamburger schon nicht mehr absteigen, weil die Mannschaften hinter dem Bundesliga-Dino zum Teil noch gegeneinander spielen, sich daher gegenseitig die Punkte nehmen und somit nicht alle am HSV vorbeiziehen können. Diese Tatsache kommt dem HSV zugute, denn die letzten Spiele, von denen man 2 in der Fremde bestreiten muss, machen nicht wirklich Mut. Beim FSV aus Mainz, der den Europapokal buchen will, setzt es eine Niederlage. Zu Hause kann man auch nicht das 2. Spiel in Serie gewinnen und spielt gegen den VfL Wolfsburg nur unentschieden, was aber zum Nichtabstieg reicht und weshalb die Mannschaft beim FC Augsburg, der im letzten Spiel der Saison zu Hause seinen Fans noch einmal einen Sieg bieten will, verliert. Der FCA ist momentan wohl das formstärkste Team der Abstiegszone und an dem Lauf der Augsburger wird sich auch in den letzten 3 Spielen nichts ändern, sodass der Klassenerhalt der Fuggerstädter schon vor dem 34. Spieltag bestandskräftig sein wird. Gegen den 1. FC Köln holt man am Wochenende den 4. Sieg in Serie, ehe es am vorletzten Spieltag nach Gelsenkirchen geht. Dem FC Schalke verwehrt man im letzten Heimspiel der Saison durch ein Remis einen gelungenen Ausklang und nimmt den Königsblauen damit auch die letzten Hoffnungen auf einen Champions-League-Platz. Sich selbst beschert man dann aber das schönere Saisonende vor heimischer Kulisse, beim Sieg gegen den HSV, der den Klassenerhalt dann schon in der Tasche hat. Der SV Darmstadt hat mit der 1:4-Klatsche beim 1. FC Köln am Samstag nicht nur den schon sicheren Klassenerhalt verpasst,
sondern sich auch noch das Torverhältnis verschlechtert, weshalb auch in dieser Hinsicht noch einmal Vorsicht geboten ist. Doch die Ausgangssituation der Lilien ist mit 4 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz noch eine der besseren im Abstiegskampf. Den Vorsprung von 5 Punkten auf die Eintracht aus Frankfurt kann man am Wochenende durch ein Unentschieden im direkten Duell aufrechterhalten. In der darauffolgenden Woche setzt es aber bei der Hertha in Berlin, die einen gebührenden Saisonausklang in der Hauptstadt feiert, eine Niederlage. Den eigenen Saisonabschluss am Böllenfalltor versüßt man sich indes mit einem Unentschieden gegen den Champions League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach. Die TSG Hoffenheim war in den vergangenen Wochen eine der stärksten Mannschaften der Abstiegsregion und sogar der Liga. Doch am Sonntag wurden die Kraichgauer in Mönchengladbach in ihre Schranken verwiesen. Der guten Form der Hoffenheimer tut dies aber keinen Abbruch, denn schon im nächsten Spiel gegen den FC Ingolstadt kann man beim Heimsieg wieder seine Heimstärke unter Beweis stellen. In der darauffolgenden Woche fährt man dann zum sicheren Absteiger Hannover 96, der sich im letzten Bundesliga-Heimspiel für lange Zeit sicherlich nicht mit einer Niederlage verabschieden will und sich gegen die TSG zu einem Unentschieden kämpft. Am letzten Spieltag kann die TSG gegen den kriselnden FC Schalke aber wieder gewinnen und feiert Julian Nagelsmann, der die Mannschaft aus dem Tabellenkeller zum Nichtabstieg geführt hat. Der VfB Stuttgart war um die Jahreswende herum eines der stärksten Teams der Liga, zeitweise sogar beste Mannschaft im Kalenderjahr 2016. Was so ein sicher geglaubter Nichtabstieg mit einer Mannschaft machen kann, zeigten die letzten Wochen und inzwischen ist der Relegationsplatz wieder nur 2 Zähler entfernt. Gegen Werder Bremen kann man am nächsten Montag sogar selbst auf diesen abrutschen. Doch im Hexenkessel-Weserstadion kann sich die Mannschaft von Jürgen Kramny zu einem Unentschieden kämpfen. Ein solches gelingt dann auch in der darauffolgenden Woche im letzten Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Den Dreierpack komplettiert dann noch das Remis im letzten Saisonspiel beim VfL Wolfsburg, der sich gegen mutige Stuttgarter nicht zu einem guten Saisonabschluss mühen kann. Werder steht inzwischen seit 3 Spieltagen wieder auf dem Relegationsplatz. Auf einem direkten Abstiegsplatz stand die Elf von Viktor Skripnik in dieser Saison noch überhaupt nicht. Seit dem vergangenen Wochenende ist Platz 17 aber nur noch einen Punkt entfernt. Und gegen die Eintracht aus Frankfurt spielt man am letzten Spieltag im heimischen Weserstadion. Zuvor kommt aber mit dem VfB Stuttgart noch ein weiterer Konkurrent zu Gast. Gegen den gelingt aber trotz Feldüberlegenheit kein Sieg. Auch beim 1. FC Köln, der zwar schon gerettet ist, sich aber den Fans zuliebe im letzten Heimspiel noch einmal am Riemen reißt, bevor der Karneval losgeht, gelingt den Bremern nur ein Punkt, sodass es zum Showdown im letzten Saisonspiel kommt. Dort schlägt man mit der Green-White-Wonderwall im Rücken die Eintracht aus Frankfurt und verhindert somit den direkten Abstieg. Eintracht Frankfurt hat durch den Sieg am vergangenen Sonntag im Derby gegen den FSV Mainz wieder Hoffnung geschöpft und hat inzwischen nur noch einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz. Das Restprogramm spricht aber gegen die Frankfurter. Zunächst reist man zum nächsten Derby nach Darmstadt, wo es am Böllenfalltor zu einem Unentschieden der schwächeren Sorte kommt. Danach empfängt man im letzten Heimspiel den Vizemeister Borussia Dortmund. Thomas Tuchel will seine beste Elf für das Pokalfinale fit halten und sich nicht der Wettbewerbsverzerrung bezichtigen lassen, weshalb es gegen die Dortmunder eine Niederlage gibt. Im alles entscheidenden Spiel in Bremen verliert man dann erneut und tritt nach 4 Jahren Erstklassigkeit neben Hannover 96 den Gang in Liga 2 an. Der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim können ihre starke Form nutzen und schaffen souverän den Nichtabstieg. Auch der HSV kann die Relegation wieder umgehen und beendet die Saison erstmals seit 3 Jahren wieder nach dem 34. Spieltag. Große Freude herrscht auch in Darmstadt, denn die Lilien, die als Abstiegskandidat hoch gehandelt wurden, schaffen den Klassenerhalt, ohne ein einziges Mal auf dem Relegationsplatz gestanden zu haben. Der VfB Stuttgart und Werder Bremen beenden die Saison punktgleich, wobei die Stuttgarter nach dem 31. Spieltag die um 2 Tore bessere Tordifferenz vorzuweisen hat. Auch in der Hinsicht wird es also noch einmal spannend werden. Eintracht Frankfurt hat nach dem Sieg gegen Mainz umsonst gehofft und steigt ab, genau wie Hannover 96. So Freunde, das war meine Prognose zum restlichen Saisonverlauf. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr damit einverstanden seid oder ob ihr das eine oder andere Spiel anders tippen würdet. Gerne könnt ihr auch die letzten 3 Spieltage im Tabellenrechner bei Bundesliga.de tippen und eure Abschlusstabelle in die Kommentare schreiben. Auch die gucke ich mir gerne an. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal kostenlos, sofern ihr das noch nicht getan habt. Sportliche Grüße, bis bald!